Panpyro ist ein Pokémon mit den Typen Feuer und Kampf und existiert seit der vierten Spielgeneration, ist die Vorentwicklung von Panferno und die Weiterentwicklung von Panflam und ist bei seiner Vorstufe neben Chillast und Plinfe eines der Starter-Pokémon aus Sinnoh, für das man sich in Pokémon Diamant, Pearl und Platin entscheiden kann. Panpyro ist wie seine Vorentwicklung ein zweibeiniges, affenähnliches Pokémon. Ein Großteil seines schlanken und agilen Körpers ist von orangenem Fell bedeckt, der Bereich um Mund und Nase, die relativ großen Ohren, der Bauch sowie die Füße und Finger sind stattdessen nackt und von beiger Farbe. Die Arme dieses Pokémon sind länger als die Beine und enden in Händen mit je 5 Fingern. An den Oberarmen befindet sich außerdem ein gelbes, bandartiges Muster. Die kräftigen Beine sind verhältnismäßig kurz und enden in länglichen Füßen mit je 3 Zehen. Panpyros Schwanz ist im Vergleich zu dem seiner Vorentwicklung Panflam nun deutlich länger und trägt an den Schweifspitzen eine Flamme. Der Kopf ist im Verhältnis zum Rest des Körpers relativ groß. Neben den großen runden Ohren steht das Gesicht hervor. Die Augen sind rundlich mit grauer Iris, schwarzer Pupille und weißer Lederhaut. Sie sind von halb geschlossenen orangenen Augenlidern verdeckt. Über den Augen trägt es eine dicke blaue Markierung und dazwischen eine kleinere rote. Anders als bei Panflam ist das Maul recht breit mit zwei kleinen Eckzähnen und einer rosa Zunge. Panpyros Nasenlöcher sind leicht angedeutet, auf dem Kopf steht ein Haarbüschel ab und bei der Shiny-Form ist Panpyros ehemals orangene Haut in einem rosa-roten Farbton gehalten. Die blaue Markierung an seinem Gesicht hat eine lila Farbe bekommen. Panpyro ist ein kampflustiges Pokémon mit vielen verschiedenen Kampftechniken. So nutzt es flinke Bewegung für Attacken wie Akrobatik oder Kehrtwende. Mit den durch die Entwicklung kräftigeren Armen kann Panpyro auch die Attacken Tempohieb und Nahkampf einsetzen. Solche Attacken, bei denen Panpyros Fäuste zum Einsatz kommen, werden zusätzlich durch die versteckte Fähigkeit Eisenfaust um 20% verstärkt. Wie alle Feuerstarter-Pokémon ist Panpyro mit genügend Zuneigung auch dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Feuersäulen zu lernen, kann demnach in Kombination mit Pflanzensäulen oder Wassersäulen einen besonderen Zusatzeffekt auslösen. Panpyros reguläre Fähigkeit Großbrand ist die Standardfähigkeit aller Starter-Pokémon des Typs Feuer und besitzt ein Pokémon diese Fähigkeit und hat nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke eigener Feuerattacken um 50%, werden die Kraftpunkte regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Es ist in wenigen Regionen heimisch, dabei findet man dieses rudelbildende Pokémon zusammen mit seinen Artgenossen in Höhlen, wo sie Gegner überraschend von den Wänden und Decken aus attackieren. Eine Begegnung mit diesen Pokémon sollte man daher möglichst vermeiden. In der Rangordnung eines Rudels hat das Panpyro mit dem am hellsten leuchtenden Schweif und der strahlendsten Gesichtszeichnung den höchsten Rang. Im Kampf hält Panpyro seine Gegner auf Distanz, indem es die Stärke seiner Feuerattacken geschickt kontrolliert. Ist der Gegner doch mal zu stark, lässt Panpyro das Feuer stärker brennen, um seine Kontrahenten einzuschüchtern. Neben seinem Schweif nutzt Panpyro auch seine Arme und Beine für kräftige Hiebe und Tritte. Dabei entwickelt sich Panpyro aus Panflam und entwickelt sich weiter zu Panferno. Panpyros Hautton ist deutlich dunkler als der von Panflam und es wird ruhiger und stärker. Das Fell wird nun ein klein wenig dunkler und bedeckt nur den größten Teil seiner Haut. Seine Augen werden kleiner und er bekommt eine vorher nicht vorhandene Schnauze. Dabei wird die Entwicklung von Panflam zu Panpyro auf Level 14 und von Panpyro zu Panferno auf Level 36 ausgelöst. Jetzt, wo er nun den zweiten Typen hinzubekommt, nimmt es Viertelschaden gegen Käferattacken, halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Pflanzen, Eis und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Flug, Boden, Wasser und Psychoattacken und der Rest macht normalen Schaden.